Du nutzt auch Home Assistant und die Home Assistant App, aber es ist dir trotzdem manchmal zu lästig, erst die App zu starten, nur um mal eben zwei, drei Sensorwerte auszulesen oder das eine oder andere Gerät ein- oder auszuschalten. Wäre es nicht schön, wenn das so einfach wäre, wie mal eben kurz eine WhatsApp zu schreiben? Wenn du dir diese Frage auch schon mal gestellt hast, dann bist du in dem Video genau richtig, denn ich zeige euch heute, wie ihr per Telegram-Nachricht euer Home Assistant steuern könnt. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Video zum Thema Home Assistant und zwar nochmal zum Thema Telegram. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man einen Telegram-Bot installiert, wie man ihn in Home Assistant einbindet und dadurch in der Lage ist, sich Benachrichtigungen per Kurznachricht aufs Smartphone schicken zu lassen. Der Telegram-Bot kann aber noch mehr. Ihr seid darüber nämlich nicht nur in der Lage, Nachrichten auf dem Smartphone zu empfangen, sondern ihr könnt auch über Nachrichten an diesen Bot der Haussteuerung Befehle erteilen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal gibt es direkte Befehle, die ihr einfach mit vorangestelltem Slash an die Haussteuerung sendet und die dann irgendwelche bestimmten Aktionen ausführen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ihr bekommt zum Beispiel die Benachrichtigung, der 3D-Drucker ist fertig. Und unter dieser Nachricht befindet sich dann direkt ein Button, den ihr anklicken könnt, wo dann drauf steht 3D-Drucker ausschalten. Heißt, ihr müsst gar nicht mehr in die Haussteuerung wechseln und da dann erst den 3D-Drucker raussuchen, um ihn dann abschalten zu können, sondern ihr bekommt direkt in der Nachricht die passende Option, das richtige Gerät auch direkt anzusprechen und in dem Fall abzuschalten. Was für eine Aktion dann mitgeschickt werden soll, könnt ihr natürlich auch frei definieren. Und wie das geht, das möchte ich euch in diesem Video einmal Schritt für Schritt erklären. Vorab noch eine kleine Bitte. Wenn euch meine Videos gefallen und weiterhelfen, zeigt mir das doch mit einem Daumen hoch. Das unterstützt mich wirklich sehr und hilft auch, die Videos im YouTube-Algorithmus ein bisschen nach vorne zu bringen. Ansonsten, wenn ihr mich noch irgendwie supporten wollt, habt ihr die Möglichkeit, unter dem Video sind einige Affiliate-Links. Wenn ihr darüber bei Amazon oder eBay zum Beispiel bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ihr bezahlt natürlich das Gleiche. Würde mich riesig freuen, wenn ihr diese Links benutzt, wenn ihr irgendwas bei Amazon bestellt. Ich habe jetzt auch endlich Zugriff auf das Amazon Influencer Programm, habe also jetzt meine eigene Amazon Seite, wo ich euch meine Empfehlungen in Kategorien unterteilt bereitstellen kann. Da habe ich zum Beispiel auch eine Kategorie extra für Home Assistant erstellt. Wenn ihr also was für euer Home Assistant System bestellen möchtet bei Amazon, schaut doch mal da vorbei. Aber solange ihr über meine Links nach Amazon geht und dann eure Bestellung aufgibt, reicht das eigentlich auch schon aus. So, jetzt reicht's aber mit Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal endlich los. Ich zeige euch mal, wie ihr mit dem Telegram-Bot eure eigenen Kommandos erstellen könnt, um eurer Hausautomatisierung per Telegram Befehle erteilen zu können. Ja, hier sind wir jetzt also im Home Assistant und wir möchten jetzt ein Kommando anlegen. Sagen wir mal, wir möchten per Telegram-Nachricht meinen 3D-Drucker einschalten. Das Kommando ist nichts anderes als eine Automatisierung, also klicken wir mal auf Einstellungen, Automatisierungen und legen eine neue Automatisierung an. Diesen Dialog klicken wir mit Skip wie immer einfach weg und geben dem Ganzen mal einen Namen und sagen Telegram Command Drucker ein. Der Auslöser soll das Kommando sein, also die Telegram-Nachricht, und eine Telegram-Nachricht ist für Home Assistant ein Ereignis. Der Ereignistyp ist dann Telegram-Command und die Ereignisdaten lauten Command-Doppelpunkt und dahinter dann der Befehl, der per Telegram-Nachricht hier eingehen soll. Sagen wir mal in dem Fall zum Beispiel Slash Drucker ein. Hinter dem Slash keine Leertasten, das Kommando sollte ein zusammenhängender Befehl sein, deshalb hier auch Drucker ein zusammengeschrieben. Achtet hier auf die Groß-Kleinschreibung. So, und dann müssen wir ihm jetzt nur noch sagen, was er jetzt hier machen soll. In dem Fall sagen wir jetzt einfach mal Dienst ausführen. Als Dienst wählen wir mal Switch Turn On. Also er soll einen Switch einschalten. Das kennen wir ja alles schon. Da ändert sich auch bei einem Command nichts bei den Aktionen. Und wir wählen unseren 3D-Drucker aus. Und das war's eigentlich schon. Ich sag jetzt hier mal Speichern. Und jetzt seht ihr hier Slash Drucker ein. Das ist unser Kommando, was wir jetzt an unseren Telegram-Bot schicken müssen, damit die Steckdose eingeschaltet wird. Um das zu überprüfen, gehen wir jetzt hier mal in die Benutzeroberfläche, sagen Konfigurieren
möchten jetzt hier eine Schaltfläche ablegen, und zwar unseren 3D-Drucker. Nur damit wir auch sehen können, was Home Assistant jetzt wirklich damit macht. So, und dann blende ich euch jetzt mal mein Smartphone ein. Hier seht ihr noch den Chat mit dem Smart Home Yourself Bot aus dem letzten Video. Und wir geben jetzt hier einfach mal ein /Drucker ein. Warum auch immer jetzt das Küchenlicht eingeschaltet wurde. Na, meine Frau ist wahrscheinlich unten gerade zugange. Aber ich klicke jetzt einfach mal absenden. Und ihr seht, der 3D-Drucker wurde eingeschaltet. Ich schalte ihn hier nochmal aus. Und wenn wir jetzt hier mit dem Doppelklick auf das Kommando gehen, seht ihr, unmittelbar schaltet sich wirklich auch der 3D-Drucker im Home Assistant ein. Das wäre jetzt so der einfachste Fall von einem Kommando. So, jetzt erinnern wir uns nochmal an das letzte Video. Da haben wir gesagt, wenn sich der Zustand vom Küchenlicht ändert, möchten wir uns eine Nachricht schicken lassen. Das machen wir jetzt hier für diese Steckdose auch nochmal, aber mit einer kleinen Feinheit, nämlich mit der Option, darauf zu reagieren. Was das genau heißt, seht ihr jetzt gleich. Wir gehen mal auf Einstellungen, Automatisierung und gehen nochmal auf die Automatisierung aus dem letzten Video. Da haben wir nämlich gesagt, wenn das Küchenlicht von aus nach einschaltet, soll er uns eine Nachricht senden. Die ändern wir jetzt mal ein bisschen ab, und zwar sagen wir nicht der Zustand von dem Küchenlicht, sondern der Zustand von unserem 3D-Drucker. Wenn der 3D-Drucker eingeschaltet wird, dann möchten wir, dass er uns sagt, dass der Drucker eingeschaltet wurde. So, aber jetzt möchten wir eben noch eine Zusatzoption einbauen. Dazu geben wir nämlich ein Inline-Keyboard, Doppelpunkt, und in der nächsten Zeile dann minus, Anführungszeichen, Drucker ausschalten, Doppelpunkt, /Drucker aus. Und dann sagen wir noch nichts, Doppelpunkt, nothing, Anführungszeichen, und speichern das Ganze. So, was genau haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben gesagt, wir möchten ein Inline-Keyboard, das heißt, wir möchten zusätzlich noch Aktionsbuttons unter unserer Nachricht gleich bekommen. Und zwar sollte auf dem ersten Button draufstehen, Drucker ausschalten, und auf dem zweiten Button steht nichts. Wenn wir dann auf den jeweiligen Button klicken, überträgt er als Callback, so nennt sich diese Rückantwort, die wir dann über Telegram schicken, sendet er dann das Callback-Command Drucker aus oder das Callback-Command Nothing. Und hier habe ich noch einen Slash vergessen, den schreiben wir noch eben davor und speichern das Ganze nochmal. Und diese beiden Callback-Aktionen müssen wir dann jetzt auch noch anlegen. Heißt, wir fangen mal mit Drucker aus an, gehen wieder auf Einstellungen, Automatisierungen, legen noch eine Automatisierung an. Diese nennen wir jetzt mal Callback Drucker aus. Dabei handelt es sich wieder um ein Ereignis, aber der Ereignistyp ist dieses Mal Telegram-Callback. Callback heißt einfach, der Telegram-Bot hat uns eine Nachricht geschickt und wir reagieren auf diese Nachricht. Das ist ein Callback, also die Rückantwort. Und als Command haben wir jetzt hier gesagt, /Drucker aus. Und als Aktion sagen wir jetzt, Dienst ausführen, Switch Turn Off, den 3D-Drucker und speichern das Ganze. Und wir fügen jetzt hier mal noch eine Aktion hinzu, sagen nochmal Dienst ausführen und wählen jetzt hier als Dienst Telegram Bot Answer Callback Query. Heißt, wir möchten jetzt nochmal eine Rückantwort, also eine Bestätigung quasi von dem Bot haben, dass er uns auch verstanden hat. Und dazu sagen wir jetzt hier als Dienstdaten Callback-Query-ID. Doppelpunkt und dann in Hochkommas ein kleines Template. Das Template packen wir wie immer in doppelte geschweifte Klammern. Und hier sagen wir jetzt trigger.event.data.id, damit er weiß, unter welcher ID läuft dieser Callback. Übergeben wir ihm jetzt von unserem Trigger aus dem Event die ID. Und als Nachricht hätten wir gerne mit Message okay, Drucker wieder aus. Dann sagen wir jetzt zum Abschluss noch Show Alert Doppelpunkt True. Und das sorgt einfach dafür,
dass wir diese Nachricht als Benachrichtigung noch auf unser Smartphone gesendet kriegen. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Telegram-Bot schickt uns die Nachricht, dass der Drucker eingeschaltet wurde, mit der Option, wir können darunter auf Drucker ausklicken. Wenn wir auf Drucker ausklicken, dann wird dieses Telegram-Callback-Drucker ausgezündet über diesen Auslöser, er schaltet den Drucker wieder aus und bestätigt uns das Ganze nochmal mit einer Nachricht. Gehen jetzt hier oben mal auf die drei Punkte, sagen Automatisierung kopieren und sagen hier Callback Drucker Nothing, also nichts. Das war ja unser zweiter Callback. Tja, und bei nichts, da soll er eben auch nichts machen. Das heißt, das Schalten der Steckdose für den 3D-Drucker nehmen wir hier raus. Und hier sagen wir, okay, dann halt nicht. Speichern das Ganze. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir schalten den Drucker aus und es passiert nichts. Wenn ich jetzt den Drucker wieder einschalte, seht ihr, wir bekommen sofort die Nachricht aufs Handy. Drucker wurde eingeschaltet und jetzt seht ihr auch hier unten die beiden Knöpfe. Drucker ausschalten oder nichts. Wir fangen mal an mit Drucker ausschalten. Er bestätigt, Drucker wieder aus und ihr habt gesehen, die Steckdose ist auch sofort ausgegangen. Wir schalten sie nochmal wieder ein, bekommen wieder die Nachricht. Wenn ich jetzt sage nichts, dann sagt der Smart Home Yourself Bot, okay, dann halt nicht und lässt die Steckdose an. Ich kann auch jetzt nachträglich noch auf Drucker ausschalten klicken, dann seht ihr, der Drucker wird ausgeschaltet. Ja, und so habt ihr die Möglichkeit, schnell und einfach auf Ereignisse in eurem Haus zu reagieren, ohne extra noch irgendwelche Apps starten zu müssen oder so, sondern einfach aus der Benachrichtigung heraus das gewünschte Ereignis auszulösen. Ja, soviel zum Thema Home Assistant per Telegram-Kommandos steuern. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch Fragen haben solltet, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!